Hallo, herzlich willkommen bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Wir hören jetzt von Sven Guckes einen interessanten Vortrag zum Thema Chat and Paste. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu den Chemnitzer Linux-Tagen 2018. Heute geht es um ein Thema, das hoffentlich dem Motto gerecht wird. Jeder fängt mal an, aller Anfang ist schwer. Also für die allermeisten von euch, die schon länger dabei sind, ihr kennt das eigentlich. Es geht darum, wenn man chattet halt in Direktzeit mit jemandem. Es geht um Probleme und wir wollen Probleme lösen. Wir müssen über Dinge reden und wir müssen auch über Texte reden. Und wenn wir dann auf dem Chat sind, dann sieht das halt so aus, man hat vielleicht, naja, in dieser Fontgröße vielleicht 20 Zeilen Text. Und wenn da jemand einen Text reinkippt, der irgendwie 30 Zeilen lang ist, dann ist das ganze Fenster schon mal gefüllt. Und nochmal raufscrollen, um nachzuschauen, was da gesagt wurde, das ist einfach mühsam. Und es gibt ein paar Leute, die dann einfach sagen, ja, wenn ich 30 Zeilen pasten kann, dann kann ich das auch mit 3000 Zeilen machen. Und dann stellen sie fest, dass der Chat-Server sagt, na, da scheint jemand die ganze Sache zu flooden, ja, zu durchfluten und wird automatisch rausgekickt. So, und damit wir das uns ein bisschen netter und einfacher und schöner machen zum Chatten, wenn wir über Dinge reden, müssen wir die Daten vielleicht irgendwo anders hinkippen. Wenn jemand einen Webserver oder Domain zur Verfügung hat, so wie ich, dann sieht das ungefähr so aus. Ich gehe einfach in mein Public-HTML-Verzeichnis, beziehungsweise ich habe es umbenannt in, hallo, da ist schon der erste Fehler so ungefähr, in .p. Und wenn ich dort eine Datei anlege, ich mache das natürlich mit einem guten Editor, CLT-Memo-Text, ja, dann schreibe ich da was rein. Hallo Leute, ja, so. Und der Effekt ist, wenn ich das auch noch lesbar mache, dass ich das jetzt als URL verwenden kann. Und da habe ich mir so ein kleines Dingens gebaut, meine Space-Taste mag nicht. So, CLT-Memo, das ist also die URL, die sich daraus ergibt, dadurch, dass ich direkt dort in dieses Unterverzeichnis was hineingegeben habe. Ich habe also für die Datenmenge, die ich da erzeugt habe, eine URL und siehe da, das ist abrufbar und naja, ich habe das unter Kontrolle. Jetzt hat aber nicht jeder eine Domain und loggt sich da direkt ein und macht mit dem Editor rum. Es ist nicht vielleicht der Workflow für jeden. Und ja, was ihr seht, passiert eben auf dem Server direkt. Ich bin halt per SSH eingeloggt. Gut, ist auch nicht jedermanns Sache. Die allermeisten von euch werden natürlich beim Laptop, direkt vom Laptop aus arbeiten. Und ja, wie kriege ich jetzt sozusagen meine Daten irgendwo hin, sodass ich eine Webadresse verteilen kann im Chat, damit wir darüber reden können? Und darum geht es eigentlich, das sind die Pastebins. Paste im Sinne von Copy-Paste, ich paste das irgendwo hinein und Bin im Sinne von Trash-Bin, also es kann auch wieder weggeworfen werden. Und genau das ist jetzt ein Service. Ja, also viele Services haben genau das, sogenannte Pastebins, man kann einfach dort was hinein pasten und man hat eben eine Webseite und das wird nachher automatisch wieder weggeschmissen. So, und dann habe ich da mal was vorbereitet. Wo haben wir es? Da. Genau. Kann man das überhaupt lesen? Schauen wir mal. Genau. Also ich habe diese Seite aufgemacht bei pastebin.com und ich habe dort einen Text vorbereitet, den habe ich hineingeschmissen und wir sehen ihn zweimal. Hätte jetzt die Struktur von dem, was ich da ausgewählt hätte, nämlich ein Bash-Skript, dann würde das alles ein bisschen sogar bunt werden. Aber der Punkt an der Sache ist, ich habe in ein Textfenster das hineingeworfen, vielleicht sollte ich das nochmal wiederholen. Also pastebin.com aufrufen. So, ich bin auch schon mal eingeloggt, mein Browser kennt mich und ich möchte dort etwas, das ist halt da oben, wo der Cursor blinkt, ist das Textfeld, wo ich was hineingebe und ich paste was. Ah, das war gerade, ich habe das überpastet mit der URL, die ich gerade verwendet habe. Moment. Ich habe da so ein kleines Ding, ist, das da was rüberholt. So. Und dann paste ich das mal drüber. Also das habe ich vorbereitet. Ein kleiner Text über Floss Events, Free Libre Open Source Software Events für die nächste Zeit. Nicht alle, die ich so kenne, aber ein paar. Bisschen aufgebaut wie eine Signature. Und ja, bevor ich jetzt sage, ich paste das in den Kanal, paste ich es hier hinein. Dann kann ich noch ein paar Dinge auswählen. Zum Beispiel Syntax Highlighting lasse ich jetzt mal weg.
Und auch etwas wie Expiration, also wann wird das Ganze ungültig, wann wird es automatisch weggeworfen. Finde ich eine ganz nette Sache. Man kann natürlich Never anklicken, im Sinne von, ist einfach da, bleibt auch da. Oder man kann sagen, naja, nach einer Woche schmeiß es weg. Sehr, sehr praktisch. Ne? Also wie immer, das löst auch irgendwie ein Problem. Ihr kennt das vielleicht, wir wollen etwas kommunizieren, aber nach einer Weile soll das weg sein. Warum sollte es weg sein? Weil Pastebins normalerweise erst einmal public sind. Also ihr schmeißt da was hinein, sodass das jeder sehen kann. Und ein paar Pastebins machen das so, dass sie so eine Art Timeline anzeigen und sagen, da hat jemand gerade jetzt was gepastet. Darauf kannst du zugreifen. Auch wenn ihr gar nicht wisst, von wem das ist. Ja? Und manche Sachen sind vielleicht sensibel oder sind nach einer Woche nicht mehr up to date. Also kann man sagen, nach einer Woche schmeiß es weg. So, das klicke ich mal an. Entschuldigung. Ich brauche noch so einen Druckknopf für, wenn ich huste, damit das schneller geht mit dem Aus. Genau. Exposure kann man auch sagen, wohin soll es denn sichtbar sein? Naja, public ist der Default. Es ist erst einmal überall hin sichtbar. Und man kann aber auch sagen, unlisted, dass das gar nicht erst erscheint. Und dann private ist dann für diejenigen, die auch noch ein Passwort dazu kennen. Ja, also selbst wenn man die URL, die sich dadurch resultiert, bekannt wird, weil sie irgendwo geleakt wird, braucht man noch ein Passwort dazu, um darauf zugreifen zu können. Also ich mache mal public. Und dann, das Schöne ist, wenn man einen Account hat, dann kann man eben auch der Sache einen Titel geben. Und das habe ich vorhin schon mal gemacht, Floss Events 2018, sodass man Dinge nach dem Titel wiederfinden kann. Und dann gibt es den dicken großen Button Create. So, jetzt ist es created und man sieht dann an der URL, die da oben kommt, vielleicht sollte ich das nochmal pasten, damit man es besser sieht. Ich gehe zurück zum Chat und paste das dort mal hinein. Also ihr seht, dort ist eine URL erzeugt worden, möglichst lang genug, dass man das nicht einfach erraten kann. Auch eine wichtige Sache, ihr kennt das wahrscheinlich auch von anderen Services, wenn dort etwas erzeugt wird, dann kommt das mit einer langen URL und die Wahrscheinlichkeit, das zu erraten, ist sehr, sehr gering. Okay, das ist ungefähr der Workflow. Das ist die Idee. Wir kopieren etwas, wir gehen in den Browser, ins Textfenster von der Pastebin-Site, tun das da hinein, wir kriegen zurück eine URL und die können wir dann verwenden, die können wir verbreiten und dann können wir alle dort nachschauen, wie das ist. 1.11, ja, okay. Gut, das ist die Grundidee. Die allermeisten Pastebins sind frei, man kann sie einfach verwenden und man kriegt aber, wenn man ein Geld zahlt, noch weitere Features hinzu. Das Ganze habe ich mal mit in den Text hier abgelegt, den ich da verwende. Da ist er. Ihr könnt übrigens diesen Text herunterladen. Ich tue das ganz kurz mal auch hier hineingeben in das Webchat. Also googlesnet/PIT, so habe ich es eigentlich erstmal genannt, Paste, IRC und Textpads. So, das könnt ihr euch holen und dann machen wir das ganz kurz mal. Aber das habe ich, glaube ich, vorhin gemacht. Ja, machen wir das ungefähr und dann mit einem Mail-Programm könnt ihr das öffnen, denn das Format ist das einer Mailbox. Also hier verwende ich NeoMut, eine neue Version von Mut. Da gibt es auch viel zu erzählen, aber sprecht mich an. Also NeoMut sagt man, öffne diese Datei PIT und dann sieht das so aus. Also mein Präsentationsprogramm ist mein Mailprogramm. Und ihr könnt natürlich euer Mailprogramm verwenden. Genau, hier könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Zwischenbemerkung, bevor ich es nachher vergesse, bitte gebt mir Feedback darüber, probiert aus, was ich da an URLs noch angegeben habe. Das Ganze ist erweiterbar und für jeden, der was Nettes sagt, gibt es dann eine Credit-Section und da werdet ihr dann auftauchen. Genau, vielleicht irgendwie so als Ansporn. Genau, das Ganze soll auch ein bisschen noch mehr zusammenkommen. Ich bin ganz sicher, ich sehe nicht das ganze Internet. Ihr habt vielleicht noch ein paar gute Beispiele. Her damit. So, nochmal zurück. Genau, PIT, also googlesnet/PIT ist die Adresse von diesem Talk, von diesem Paper. Bitte ladet es euch runter.
Im Prinzip haben wir jetzt eine Lösung, Pastebins, und ich wollte noch ein paar Eigenschaften geben für das, was man damit noch machen kann, wenn man ein bisschen Geld bezahlt. Wo habe ich das? Hallo. Da so viel Zeug reingekippt. Also ich habe da noch eine ganze Menge Zeug reingekippt, deswegen. Das ist die ERC-Sache. Ah ja, genau. So. Kann man das lesen? Ja. Mit den Farben ist immer so eine Sache. Auf dem Bildschirm hier vor der Nase ist es immer ein bisschen anders als das, was man auf dem Beamer sieht. Deswegen muss ich mal ein bisschen darauf achten. Ihr dürft mir gerne sagen, wenn das nicht lesbar ist, mich darauf hinweisen. Genau, die Farben sind nicht gegeben vom Editor, sondern die habe ich mir selber ausgesucht. Wenn also jemand hier gerade denkt, Augenkrebs, naja, das ist a Feature. So, gehen wir mal hier hin. Genau, wenn man also ein bisschen Geld bezahlt, dann hat man auf der Webseite drumherum keine Ads, keine Werbung. Das ist schon mal ganz angenehm, dass da nicht ständig was rumblinkt. Und wir müssen auch dann ein bisschen denken, was als Werbung runterkommt an uns, ist Teil unseres Datenvolumens. Also für jeden von uns, der online geht über sein Handy, Smartphone, das vielberufene Flatrate ist ja ein totaler Blödsinn. Ne? Also ihr habt eine 5 GB Flatrate, ja, nach 5 GB Schluss. Ne? Also sollte man bedenken, was man als Werbung runterlädt, ist auch abzurechnen. Dann gibt es diese Captures, die man immer sagen muss, ich bin kein Robot. Ja, dass das weggeht, ist auch schon mal ganz nett. Nach einer Weile wird es echt ein bisschen mühsam, da immer drauf rumzuklicken und zu warten, bis kommt, ja, okay, ich glaube, du bist kein Robot. Dahingegen gesagt, es gibt so ein nettes YouTube-Video, bei dem so ein Robotikarm da so auf die Tastatur geht, auf dieses Touchpad bei der Seite. Und es kommt als Antwort, Haken, okay, du bist kein Roboter. Und der Roboter macht mit seinen Ärmchen, yay. Genau. Genau, inactive Pastes, die dann irgendwann weggehen, so ungefähr. Normalerweise wird das alles gelöscht ja nach einer Weile. Es hat also seinen Standard-Timeout. Die Dinger bei eurem Account werden nicht gelöscht. Ja, also ihr müsst nicht Sorge haben, dass nach einem Monat oder 3 Monaten irgendwie auf einmal alles weg ist, weil ihr vergessen habt, euch das zu sichern. Es ist weiterhin vorhanden. Das ist ja schon mal schön. Genau. Was kann man hochladen? Wie groß ist das? Also Standardgröße ist immerhin 500 Kilobyte. Also ich denke, vor 10 oder 20 Jahren wäre der Standardgröße irgendwie ein entsprechendes Zehntel davon gewesen. 500 Kilobyte finde ich schon ganz ordentlich, aber naja, wenn man es eben mehr haben will, 10 Megabyte ist dann auch drin. Ich denke hierbei an die Leute, die Fotos machen mit RAW Technology, ja, also ein Foto ist mehr als 3 Disketten groß. Ich denke immer noch an Disketten. Ich bin alt. 10 Megabyte ist schon ganz ordentlich. Genau, wir können auch Dateien direkt hochladen. Das heißt, wir müssen nicht im Copy-Pasten irgendwie. Ja? Also ich glaube auch nicht, dass irgendjemand über Copy-Paste-Methode mehrere Megabyte irgendwie nimmt. Vielleicht doch. Irgendwelche Kinder hier? Nee? Okay. Also wir können Dateien auch direkt hochladen mit einem Client. Das ist auch ganz angenehm für die Kommandozeilen-Fans. Client-Name, Dateiname. Wusch, geht rüber, braucht keinen Browser. Ja, das ist eigentlich ganz angenehm. Wir können die Paste, die wir haben, auch in Dateinamen, in Folder organisieren. Das macht die ganze Sache übersichtlicher, auch zum Wiederfinden. Finde ich noch viel wichtiger als die Größe der Uploads. Ja, und irgendwelche Sachen, die wir noch nicht abgeschickt haben, irgendwelche Drafts werden trotzdem gespeichert und sind nicht gleich weg. Ja, also nach dem Motto, ich habe hier was geschrieben, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt muss ich gehen, die Kiste fährt runter, der Browser ist weg, das ganze Zeug, was wir schon behandelt haben, wäre dann auch weg. Nein, die Dinge sind gespeichert als Drafts und sind dann weiter verwendbar. Das ist auch ganz angenehm. Genau, wir können uns dann auch
einloggen, nicht nur von einer Seite, also ein Browser mit einer Verbindung auf den Account oder so, sondern wir haben dann bis zu 100 Logins. Also ich habe jetzt keine 100 Maschinen und auch keine 100 virtuelle Maschinen, aber ich finde schon mal ganz angenehm, wenn ich hier mit 2, 3 Maschinen rumhantiere, dass ich da nicht rausfalle. Also ich logge mich auf der einen Maschine ein und bei der anderen wird es gesperrt, aus Sicherheit. Mehrere Logins, auch ganz gut. Wer hat Netbook und ein Pad? Mal kurz melden, wie viele sind das so ungefähr? Auf alle Fälle einer. Mehr nicht? Manu? Doch, die Melder. Müsst ihr einfach so machen. Es ist nicht wirklich, dass ich euch alle direkt sehe. Gut, immerhin. Genau, und diese Rich Pastes werden sie genannt. Das sind die, bei denen man sich eine Sprache aussuchen kann, bei der das eingefärbt wird. Ja? Also wir kennen das aus anderen Bereichen, anderen Webseiten. Wenn wir ein Bash-Skript hinein posten, dann möchten wir es gerne so eingefärbt werden, damit das in der Interpretation mit der Brille von Bash. Und habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Geht nochmal zurück. Es gibt eine ganze Menge. Und das ist nicht Standard, leider. Genau, also hier sind die Syntax-Highlighting und wenn wir das aufpoppen, dann sehen wir schon an diesem kleinen Rand hier, dass wir nicht die ganze Liste sehen und das sind schon eine ganze Menge Sprachen, die da zur Verfügung stehen. Ja, das ist super. Ja, das hat man leider nicht so ganz im Standard. Ja, sind noch krause Sprachen dabei, Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Ja, das mit den Course-Headers muss ich euch leider ein andermal geben. Das habe ich versucht auszuprobieren. Ja, lasse ich mal weg. Genau. Und natürlich die üblichen Beschränkungen, die man hat bei irgendwelchen freien Services, sind dann natürlich mehr oder weniger aufgehoben oder sind erweitert. Keywords sind so eine Sache. Ich kann auf der Webseite eingeben, wenn jemand ein Paste bringt und da steht dieses Stichwort drin, zum Beispiel Neomut, ja, dann kriege ich eine E-Mail-Notification. Ja, und per Standard haben wir 3, die wir angeben können und so habe ich schon mal 15. Ja, wie viel kann ich pasten? 25 per Standard, glaube ich, pro Tag so ungefähr. Und naja, mit Geld bezahlen heißt das unlimited. Das ist schon mal schick. Ne? Auch Private Paste und so weiter. Wie viel Paste per Stunde? Ach nee, Paste per 24 Stunden erhöht sich dann von 20 auf 250. Das heißt irgendwie 10, etwas mehr als 10 pro Stunde. Das ist schon ganz okay. Archive Pages habe ich jetzt gar nicht groß in Verwendung, aber anormal. Schick ist auch der Support. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Also man hat bezahlt, man kriegt prioritized Support. Wenn man sich da meldet, was hinschickt, dann wird das nicht so nach 2, 3 Tagen beantwortet, sondern noch im selben Tag. Das ist schon mal ganz schick. Ja, für die Leute, die natürlich selber ein bisschen programmieren und sich ein eigenes Tool schreiben wollen und möchten auf solch ein Pastebin zugreifen, dort gibt es eine API, auch damit hätte man Zugriff darauf. Und wenn man nach einer Weile irgendwie sagt, naja, jetzt habe ich irgendwie Zeugs gepastet und zu viele Leute folgen mir da irgendwie und ich brauche mal einen neuen Username, das kann man auch haben. Man kann den Benutzernamen ändern und es ändert sich eigentlich nichts außer dem Benutzernamen beim Zugriff auf der ganzen Geschichte. Genau. Bevor ich mich hier verzettle, es gibt noch so etwas zu sagen über die ganzen Actions, die man da machen kann. Das überspringe ich mal. Genau, also die Aussage ist letztendlich nicht kauft bei dort, sondern im Wesentlichen, wenn ihr ein bisschen Geld drüber habt für solche Sachen und ihr braucht das öfter, dann könnte es sich durchaus lohnen, dass ihr ein bisschen Geld ausgebt und ihr kriegt eben mehr Features. Genau, die anderen Sachen habe ich jetzt gar nicht so ausgeführt. Genau, ich möchte noch schnell eine Lanze brechen für das IRC an sich. Also was mir bei diesem Event eben immer wieder fehlt, ist, dass nicht so viele Leute auf dem IRC-Kanal zuhören.
und sich mit beteiligen. Für mich sieht es so aus, dass bei allen Events, bei denen ich bin, IAC im Hintergrund eigentlich immer läuft. Und damit kann man schon mal in Kontakt treten mit den Leuten, die zu dem Event gehen, die dort etwas machen. Für gewöhnlich ist das immer in den 2 Wochen vor dem Event. Da steigt das natürlich an, wie bei jedem Event. Wir haben gestern bei dem einen Vortrag auch gesehen, dass die Menge der Mails auf den Mailinglisten für diesen Event hier eben sehr ansteigt. Aber das liegt in der Natur der Sache. In den 2 Wochen vorher geht es eben richtig rund und dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Und ja, für Events wie zum Beispiel den dicken Chaos Communication Congress, da läuft ein IRC-Kanal eigentlich immer das ganze Jahr und es hängen immer ein paar Leute ab. Und wenn, seien das nur 23 bis 42, aber es sind eigentlich immer so ein Grundlevel von Leuten da irgendwie vorhanden. Und natürlich so einen Monat vorher steigt das dann auch an. Und aber typischerweise während des Kongresses sind dann Hunderte von Leuten auf einem solchen Kanal. Und dann gibt es extra Kanäle für jeden Vortragsraum, damit das im Kontext des aktuellen Talks ist. So, und hier fehlt mir das leider ein bisschen und ich möchte euch daher ermutigen, euch mit auf diesen Kanal einzulassen. Der Kanal heißt CLT 2018, so wie dieser Event eben ist. Und momentan, schauen wir mal ganz kurz, jetzt habe ich mich vertippt. So, wir haben jetzt immerhin 41 Nicknames auf dem Kanal, also einer fehlt, mindestens. Ich würde mich freuen, euch dort auch weiterhin zu sehen. Typischerweise, was man solch einen Kanal macht, ist zu fragen, so, wo sind denn die Aufnahmen und hat derjenige schon seine Slides hochgeladen und gibt es noch jemand, der mich mitnehmen kann nach Hause auf dem Weg dorthin? Ja, also bevor man hier rumläuft und jeden einzelnen Menschen befragt, kann man hier so ein bisschen broadcasten. Und nach dem Event, das vor dem Event, man kann sich auch darüber unterhalten, so was für Vorträge stehen eigentlich an, was für Themen wären eigentlich gut, wer könnte darüber vortragen. Und wenn jemand sagt, ich habe hier ein Thema, kann man die Ideen sammeln und schon mal einen Vortragsslide ungefähr vorbereiten. Ich möchte euch dazu ermutigen, das zu machen. Für das nächste Jahr natürlich, jetzt gucke ich euch alle hoffentlich persönlich an. Ich hoffe, dass ihr euch meldet mit eurem Thema und etwas darüber sagt. Und wie gesagt, falls ihr Hilfestellung braucht bei der ganzen Sache, bitte meldet euch hier. Ja? So, auch hier mache ich jetzt mal so eine Lücke, Mut zur Lücke, wurde mir schon oft genug gesagt. Hier habe ich ein paar Befehle aufgeschrieben, um IRC einen Einstieg zu haben. Letztendlich braucht man nur einen Connect-Befehl, mit dem man sich mit dem Service verbindet, Nickname eingeben und ein Join auf einen Kanal machen. Da hat man eigentlich schon erstmal gewonnen. Man hat eine Verbindung zu der ganzen Sache. Das ist das, was dieser Webchat-Link eigentlich macht. Und dann seid ihr dabei. Und dann gibt es noch ein paar Befehle, aber wie gesagt, die überspringen das Ganze mal für den Fall, dass ich nicht genügend Zeit habe. Wie viele Leute machen bei der Linux-User-Group mit? Bei irgendeiner Linux-User-Group mit? So, ja. Erweiterte Ermutigung, bitte findet euch mal zusammen, macht einmal IRC, auch Linux-User-Groups oder Hackerspaces haben meist einen IRC-Channel, ja, über den man so kommuniziert. Es ist nicht schlimm, wenn man dort rumeidelt, so ist das, also nur da ist, nur zuhört, so ist das eben meist. Wer einen Server hat und das sein Programm laufen lassen kann, der hört halt weiterhin zu. Immer wieder gibt es Leute, die sich dort melden und sagen, ich möchte euren Hackerspace mal besuchen oder eure Linux-User-Group. Wie sieht es denn aus, wann ist jemand da und so weiter. Und darüber auch natürlich bitte organisiert eben ein paar Vorträge, insbesondere auch mal, wie funktioniert IRC, wie kann man dazuhören. Nur so als Anregung. Gut, überspringen, springen. Genau, was kann man mit Pastebins eigentlich noch anfangen? So ungefähr in die andere Richtung. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Wenn man eine
URL hat von etwas Gepastetem und da drin befinden sich wieder weitere URLs. Wie kann man da gut rankommen? Ich nehme jetzt mal ganz kurz diese URL, die ich da vom Pasten habe. Ach, Moment, ich hatte sie ja eben hier. Genau. Gut, ich kann also das hier runterladen mit curl. Das ist halt Kommandozeil-Tool. Kennt ihr sicher, ne? Curl bekannt? Ja, nicken. Gut. Und wenn ich das da drunter lade, dann kriege ich es halt auf dem Terminal. Oder ich kriege das mit viel HTML sogar drumherum. Aber es gibt ein schönes Tool, das wollte ich euch zeigen, URL-View. URL-View zieht die URLs daraus und präsentiert es euch in einem Menü. So, und mit diesem Menü könnt ihr euch dann was auswählen. Da geht ihr dann dorthin. Nehmen wir zum Beispiel mal diese da, Nummer 8. Erst einmal kriege ich eine Kopie, wenn ich das auswähle, sodass ich an der URL noch was rumschreiben könnte, wenn ich wollte, und vielleicht was wegnehmen. Auf alle Fälle dann beim nächsten Return geht es weiter an den eingestellten Webbrowser. Hier natürlich ein Textbrowser und siehe da, ich habe die Webseite. Ja, also macht es eigentlich auch ganz bequem. Vielleicht sogar bequemer, als letztendlich in dem Browser etwas zu öffnen, eine URL zu kopieren, wieder neu ein Tab aufzumachen und so weiter. Also für mich ist das mein Workflow. Das ist eine schicke Sache. Ja. Es ist so total ruhig. Mache ich irgendwas falsch? Okay, also... Manchmal freue ich mich auch sehr über Fragen. Dann merke ich noch, dass ihr da seid. Früher hatte ich mehr Farben. Okay. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Da müsste es eigentlich vorhanden sein, oder nicht? Genau. Ach nee, ich habe das irgendwie umgebaut. Meine Herren. Wo ist denn den 16 habe ich aber auch noch. Genau, das ist nur mal so als kleiner Dingstest. Das ist uralt, dieses Skript. Das ist einfach nur einfach Escape-Codes da drin. Genau, Pablo Ariel Cohen von 94. Das ist so eins von den Dingen, die ich in jedem neuen Terminal mal aufrufe, um zu sehen, wie sind denn die Kombinationen. Wie man sieht, sind nicht alle Kombinationen von den Farben wirklich lesbar. Und da muss man sich so ein paar rausholen. Komischerweise funktioniert Magenta immer recht gut. Das habe ich nicht laut gesagt. Das muss man nachher rausschneiden. Ja, mehr Farben. Es gibt so ein paar ähnliche Skripte eigentlich noch. Wo sind sie aber hin? Ich habe da irgendwie was umgebaut. Skripts. Ist das nicht hier? Ah, das 16 ist hier. Das 245 nicht da. Okay. Wie auch immer. Genau. Also mit curl kann man sich was runterholen, an URL-View weitergeben. Das war übrigens früher ein Teil, ein Mini-Tool, das mitgegeben wurde bei Mutt, aber es ist entkoppelt und es hat seine eigenen Pakete. Kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Man kann es auch so verwenden, dass man das eben auf eine Datei anwendet. Wie zum Beispiel die Sache mit den Floss-Events. Moment. Wo ich das eigentlich her habe. Genau, ich wende es auf eine Datei an und siehe da, Liste von URLs. Richtig nett. So, Uhrzeit 29, Textpads. Genau, wenn wir, der Übergang von der ganzen Sache ist, klar, wenn ihr einen Text habt und ihr pastet ihn irgendwo hin, dann habt ihr das gemacht, dann ist das feststehend in seiner URL und unveränderbar. Aber es kommt noch hinzu, dass manche Pastebins anbieten, dass man es ändern kann. Dann muss man aber der Owner sein, dann muss man einen Account haben und nur der Owner kann eigentlich ändern. Aber wie es üblich ist, wir reden über ein paar Dinge und es wäre eigentlich geschickt, wenn jederzeit vielleicht darauf zugreifen könnte, um etwas daran zu ändern. Und das bringt uns zu Textpads. Textpad, wer kennt schon Textpad? Einfach mal Feedback. So. Okay. Immerhin.
gehen wir mal dahin. Mein Favorite Textpad war weiterhin noch Titanpad. Leider ist das eingestellt worden. Aber nochmal ein Dank an die drei Jungs aus Österreich, die das über die Jahre gehostet haben. Das hat echt viel geholfen und sie haben auch ein bisschen dann rumgebastelt, um es zu verbessern. Titanpad.com ist jetzt aber read-only. Wenn ihr dorthin geht und einen Pad aufmacht, dann sieht das so aus. Der blaue Hintergrund hier beim Textfeld sagt, es ist nur noch read-only. Immerhin, dann gehen wir mal weiter. Es gibt natürlich noch viele weitere Pads in verschiedenen Versionen, zum Beispiel Pirate Pad. So, und wer es noch nicht gesehen hat, mal ganz kurz zeigen. Also wir haben, das ist leider nicht so gut über Titan Pad. Also wir haben ein großes Textfeld gegeben, in dem man was hineinschreiben kann mit einer Welcome Message, die ich mal ganz kurz rausnehme. So, wir haben also links die Zeile Nummer 1. Ich sage wieder Hallo Publikum. Und man sieht, das Ding ist hinterlegt mit einer Farbe. Ja, mit der Navigation ist das beim Pilotpad nicht so gut. Gut, ich habe eine grüne Hintergrundfarbe und wenn jetzt noch jemand kommt und etwas dazu schreiben mag, ja, dann wird er sehen, dass er eine andere Farbe hat. Und ich nehme jetzt mal die URL und für alle Leute, so haben wir es ja vorbereitet, nicht wahr, die auf dem Chat mithören, dort paste ich das halt hinein. So, und jetzt hoffe ich, dass ein paar von euch das übernehmen. Wie immer ist diese URL so ein bisschen ausgewürfelt. Und dann müsst ihr jetzt genau lesen, wie es ausschaut. Also piratepad.net, groß Q, groß Y, groß Q, groß B, klein I, klein 0, groß N, HJY. Egal. Okay, also ich freue mich darüber, wenn ihr dabei seid. Wer ist dabei? Mal bitte melden. Einer. Ja. Langsam. Okay. Gut, also wenn ein paar Leute haben, die das jetzt eingegeben haben, ja, dann gehe ich mal wieder zurück auf den Browser. Aha, und wir sehen, dort füllt sich das langsam. Farben Overkill, genau. Und der Hit an der ganzen Geschichte ist, also jeder hat seine Hintergrundfarbe und eigentlich können wir gleichzeitig daran rumeditieren. So, wir bewegen uns also von einem Broadcasting, das einer macht mit dem Pastebin und irgendwo gibt, auf eine Kollaboration hin. Und das ist eigentlich so der Hit, etwas so solches zu verwenden. Mein Standardbeispiel ist eine Konferenz oder ein, naja, Konferenz, großes Wort, ein Treffen halt, ja. Und wie immer gibt es immer dann denjenigen, der unvorsichtigerweise sagt, ja, ich mache das Protokoll. Da wird dann über die nächsten Tage mit E-Mails beworfen, die er dann noch irgendwie einzupflegen hat. Ich nenne ihn immer dann die arme Sau. Besser ist das. Jeder kann darauf zugreifen, jeder kann editieren und der Idealfall ist wirklich, am Ende der Sitzung steht das Protokoll. Und dieses, was wir da vor uns haben in bunten Farben, wie kriegen wir das irgendwo hin in irgendein Format? Ich glaube, ich sollte hingucken, was da geschrieben wird. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke besser weg. Also letztendlich, am Ende des Ganzen sollte man das dann nehmen und dann vielleicht an die Teilnehmer per E-Mail verschicken. Man kann es exportieren in ein halbes Dutzend oder sogar 8 Formate war es beim Titanpad. Dabei sind dann eben PDF oder HTML, reiner Text und noch irgendwas Seltsames, was sich Word-Dokument nennt. Ich keine Ahnung, was das ist, aber genau. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Okay, das reicht jetzt. Das ist, schlimm, schlimm, schlimm. Gut, also wie ihr seht, wir kommen dort zur Kollaboration und ist dort der Teil, wo es Spaß macht. Was ich mir eigentlich vorstelle, ja, für diesen Event, so idealerweise, wäre für jeden Vortragssaal eben ein IRC-Kanal, sodass man sich darüber unterhalten kann, ohne jemanden zu stören. Ja, man kann sozusagen sich auf einen anderen Kanal bewegen, einfach zu sehen, wie läuft dort der Vortrag ab. Jeder könnte noch Hinweise dazu tun über irgendwelche URLs und das Ganze können wir dann zusammen in ein Textpad schmeißen, dass es dann pro Vortrag gibt.
Ja, also alle, die im Publikum sitzen, helfen mit, den Vortrag noch zu enhancen mit weiteren Hinweisen und Vorschlägen. Und natürlich könnt ihr eure Fragen dort reinstellen. Also der Vortragende könnte dann jeweils nachschauen, was für Fragen es gab und die noch zu beantworten. Ja, ich möchte euch auch dazu ermuntern, das jetzt zu machen. Ich gucke hier mal auf den IRC-Kanal. Gibt es noch Fragen? Das ist so ungefähr. Bitte schmeißt sie mal dort hinein. Mal sehen, was ich da noch hatte. Ja, hier habe ich noch ein paar Sachen reingeschmissen, so wenn man Titanpad oder überhaupt Pads verwendet, was man da alles einstellen kann. Auch das lasse ich jetzt mal weg. Eieieiei. Genau, 35. Ich mache das mal so. Ich versuche jetzt eine Zielpunktlandung auf 11.40 Uhr in 5 Minuten. Allein schon deswegen, weil auch unser Professor gesagt hat, wir können über alles reden, aber nicht über 40 Minuten. Genau, und dann wäre noch Zeit, 5 Minuten oder vielleicht 7 oder 8 für Fragen und Antworten. Und dann entlasse ich euch natürlich in die Pause für Input und Output. Ja, Zusammenfassung. Bitte verwendet mehr IRC für die Events. Seid vorher dabei, seid nachher dabei. Redet während des ganzen Events auch über das, was ihr gerade seht und hört. Es gibt für einige Events eben Kanäle. So hier den CLT 2018. Dann die Datenspuren, die dieses Jahr in Dresden stattfinden werden im September. Dann gibt es die Linux-Tage, Linux-Wochen, jetzt Ende April, Anfang Mai in Österreich. Und die Tübics, da steht es noch nicht ganz fest, welches es ist, aber ziemlich sicher im Juni in Tübingen, entweder am 6. oder eben 2 Wochen später, ungefähr 20. Ja. Und es gibt noch wesentlich mehr, aber der Punkt ist, die existieren für Events. Und wenn euch irgendeiner davon interessiert, dann klingt euch mal ein und hört mal rein. Wenn ihr euch unterhaltet auf dem IRC und anderswo, bitte nicht den Kanal fluten mit irgendwelchen Daten. Wenn ihr einen größeren Text habt und ich sag mal so ab 5-6 Zeilen lohnt sich das schon, dann benutzt bitte Pastebins. Die allermeisten sind eben frei und haben auch schon coole Features und es gibt mehr Features mit ein bisschen Geld. Und wenn ihr Kollaborationen braucht und ihr möchtet das öffnen, dass jeder was hineingeben kann, um das zu verbessern, zu erweitern, wie zum Beispiel Mottofindung für den eigenen Event, ja, das ist so ein Anwendungsfall, dann benutzt bitte Textpads. Und welche es gibt, habe ich dort, die ich so kenne, habe ich dort noch mit hineingegeben als Links in diese Datei. Bitte schaut sich einmal an, bitte sprecht mich auch an nach irgendwelchen coolen Features, die ich noch gar nicht kenne. Gebt mir ein bisschen Feedback und dann hoffe ich, das hier zu erweitern und vielleicht ist das dann die Grundlage für einen kleinen Workshop bei euch bei eurer lokalen Linux-User Group. Ja, Feedback erwünscht. Bitte schickt es mir an clt2018@gukes.net. Das ist am einfachsten, aber ihr könnt mich auch ansprechen. Ah, ich hätte das mal dazu schreiben sollen, als Sven G. auf einem IRC und da könnt ihr mir mit Message mal einen Ping schicken. Genau. 38. Ich ergreife die Gelegenheit, mal pünktlich zu sein. Vielen Dank erst einmal fürs Zuhören, viel Spaß und ich hoffe auf euer Feedback und eure Fragen. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Bevor wir jetzt mit den Fragen bekommen, nochmals der Hinweis, bitte warten, bis das Mikrofon bei euch ist, damit die Fragen anschließend auch in der Aufzeichnung sowie im Videostreaming zu hören sind. Danke. Fragen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Das ist eine gute Frage. Rot, ja, rot ist, gehört auch mit dazu, genau. Genau. Ja, du dürfst gerne alles fragen. Also, was ist dein Lieblings-Links-Client? Dahin ist eine Frage, genau. Also da ist organisatorisch bedingt, dass jetzt zum Schluss dazu kam, besteht die hohe Chance, dass ich was frage, was du erwähnt hast. Von daher, sorry im Voraus. Was spricht denn deines Erachtens gegen zum Beispiel eine selbstgehostete Lösung wie Mattermost oder sowas in der Art, wo man gleich ein bisschen mehr Inhalte mit reinpacken kann, als man das bei einem IRC tun sollte? Was spricht dagegen? Ja, nichts. Also, gut, okay. Genau, macht das einfach. Ja, wie üblich gilt, ein Service ist etwas, was auf einem anderen Rechner gehostet ist. Wenn ihr eure Daten dahin kippt,
sei es eure Bilder, eure Texte, eure E-Mail-Adressen, eure ganzen Telefonbuche und so Geschichten, solltet ihr darüber nachdenken, ob das da sein sollte oder nicht. Wer Bedenken hat, aber die Möglichkeit hat, der sollte seinen eigenen Service benutzen. Wir haben ja hier Keynote war über Nextcloud und so weiter. Definitiv eine Lösung, das mit den eigenen Service zu betreiben, natürlich. Definitiv. Also ich kenne das für die meisten Leute, die die Möglichkeit haben, die machen genau das. Die sagen, ich möchte das nicht bei Google oder anderswo, ich weiß nicht, was die damit machen. Eigene Service installieren. Genau. Weitere Fragen? Moin. Moin. Ich stelle gerade fest, dass ich ziemlich lange raus aus der Shell bin, obwohl ich sie immer noch täglich benutze. Also IRC habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Und URL-View kenne ich auch sehr gut. Problem ist natürlich diese ganzen JavaScript-Webseiten, die dann halt schwer gerendert werden können, um überhaupt mal wertvolle Informationen zu ziehen, also Quellcode zu sehen. Das wäre schön, wenn es da Tools geben würde, dass das irgendwie auch für die eigentlichen Text-Tools, die ich gerne mag, irgendwie kompensiert werden kann. Ja, und gibt es da vielleicht was ich noch nicht kenne? Ja, JavaScript ist auch nicht so meins. Also ich hätte jetzt nichts, was ich irgendwie jetzt direkt dazu sagen könnte, ganz ehrlich. Müsste man mal schauen. Generell gilt, wenn ich eine Webseite irgendwo habe und da sind URLs drauf, dann ziehe ich die mir mit Curl runter und pipe das gleich weiter in URL-View und das macht dann das Leben schon mal einfacher. Aber es gibt natürlich immer noch die URLs, die über Zeilenenden hinüber gebrochen werden. Da geht einiges schief und wenn das embedded ist in irgendwelchen HTML oder JavaScript, dann geht das recht schief. Ja, ist nicht perfekt. Also ich habe da jetzt nichts Tolles, was ich dazu sagen kann, außer lasst uns mal gemeinsam schauen. Bitte gebt mir nochmal Feedback. Vielleicht können wir über IRC uns noch ein bisschen unterhalten. Schauen wir mal. Ja. Da ist das Mikrofon. Genau, ich hatte noch eine Frage zu dem Thema Textpad und dieses Collaboration-Feature. Das finde ich natürlich sehr spannend, wenn man jetzt mit Entwicklern zusammenarbeitet und diverse Dinge halt vielleicht auch in Textform gießen will und die Leute die Chance bekommen, parallel auch ihren Input zu geben. Für mich ist die spannende Frage, wie man da verhindert, dass es so ein Flohzirkus wird, wie eben auf diesem Screencast, dass die Leute nicht so drauf hinpasten und ihre Gedanken also doch gesteuerter da irgendwo ablegen. Wie kann man das machen? Ganz ehrlich, also ich habe verschiedene Ansätze zwischen Zuckerbrot und Peitsche. Ja, also wenn ihr mitspielt, kriegt ihr einen Keks und wenn ihr nicht mitspielt, dann gibt es Ärger. Ganz am Anfang, wenn man das zeigt, erst einmal, das ist der Effekt, der passiert. Jeder tut mal was reinschreiben. Es ist total chaotisch, unkoordiniert, jeder macht mal ein Witzchen und so weiter. Ich erwarte das auch, dass es so ist. Und das ist okay. Und im weiteren Verlauf, wenn man da also wirklich ein ernsthaftes Treffen hat und das soll nach einer Stunde also beendet sein, soll Ergebnisse haben, naja, wenn die Leute das schon zwei, dreimal benutzt haben, dann kann man das ernsthafter angehen und dann sagt man so, wir machen das hier. Wenn jemand eine Frage hat, dann schreibt er da ein F für Frage hin und noch eine Nummer dahinter, damit man sie referenzieren kann. Und wenn jemand eine Antwort hat, dann kommt A mit der Nummer als Antwort für diese Frage auf der Nummer. Dann macht man so kleine Überschriften und hier kommt der Teil hin, wo die Links hinkommen und so weiter. Das organisiert sich dann schon. Und wenn die Leute zwei, dreimal das auch gemacht haben und wissen, wie der Hase läuft und man sich eingespielt hat, dann geht es noch viel schneller. Ja, also ganz ehrlich, beim ersten Mal lässt man der Sache den Lauf und dann übt man das ein bisschen zusammen und beim dritten, vierten Treffen läuft es einfach. Ja. Und diese parallelisierte Zugriff auf dieses Textpad ist auch ein Standard-Feature von den Textpad-Collaboration-Tools? Ja, natürlich, genau das soll es sein. Genau. Also alle sollen gleichzeitig zugreifen können, jeder soll jederzeit da was verbessern sollen. Was ich nicht erwähnt habe, am Rande dazu, also viele Leute schreiben in das Pad hinein, kann noch jemand mal das machen? Aber es steht dann mitten im Text drin. Und deswegen gibt es am Rande, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, das ist schon wichtig, ein Chat. So, mal das Video aufklappen. Also hier sehen wir die Leute, die sich einen Nicknamen gegeben haben oder auch nicht. Das sind die Teilnehmer und hier rechts unten kann man was eingeben und so zum Chatten. Ne? So.
Und dann hat man sozusagen diese ganze Diskussion, die man untereinander hat, zur Koordination auf die Seite. Was sehe ich gerade nicht? Pornhub Premium? Oh mein Gott. Oh Gott. Also jedenfalls auf der rechten Seite können wir dort nebenher noch chatten und uns koordinieren. Ja, das ist dann wichtig, wenn wir nicht alle in demselben Raum sind und uns was zuwerfen können, beziehungsweise sind im selben Raum, aber wir wollen nicht laut sein und einfach leise da was rübergeben. Kann da noch jemand was zu sagen und so weiter? Genau, ah ja. Ich kann es kaum lesen. Ein bisschen größer machen. Party, wo ist heute die Party? Ja, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand was organisiert hat. Also ich habe ja für Freitagabend was organisiert, das war vorher. Ich weiß, die allermeisten Leute zerstreuen sich heute nach dem ganzen Event und ich weiß nicht, ob irgendjemand was geplant hat. Ich würde mich aber sehr darüber freuen, wenn jemand das aufnimmt und sagt, naja, ich bin hier vor Ort, ich weiß, wo man hingehen kann und sammelt die Leute dann ein, die noch da sind. Ja, also das ist so eine Sache, über die ich mich sehr freue, wenn jemand sowas vorbereitet hat. Dann gibt es keine großen Diskussionen über, wo könnte man hingehen. Und ich kenne mich hier ja gar nicht aus, sondern da sagt einfach, ich nehme das in die Hand, kommt mal alle mit, wir gehen dorthin. Ja? Ist es wieder so ruhig hier? Also wie gesagt, falls jemand die Idee hat und würde das machen, das wäre wirklich super. Ja? Genau, also es gibt einen Chat noch nebenher, gut zu verwenden. Bitte macht Benutzung davon. Wie sagt man das? Fragen, noch schnell Fragen. Was haben wir, wie viel Uhrzeit? 11:46, vielleicht noch 2 Minuten? Genügend. Ja? Noch genügend Zeit. Ja, noch irgendwie Fragen. Events und Dingens. Ich bewerfe euch mit Werbung, wenn ihr nichts sagt. Und zwar Werbung hier, ja, mein fällt mir gerade ein. Für alle weiteren Events, CalGukesNet gibt es da. Also wenn ihr irgendwie sehen wollt, was gibt es noch so. Also der Fokus liegt auf Events im Free- und Open-Source-Bereich, die nicht allzu viel kosten und möglichst so eben in Deutschland oder in Mitteleuropa sind. Wenn ihr meint, da fehlt einer, bitte schickt mir eine E-Mail. Ein bisschen besonders bei dem Kalender ist, dass ich einen Fokus lege, auch nicht nur auf den Event selbst, sondern auch das Datum der Deadline für die Einreichung, dass man das hier ablesen kann. Und irgendwann werde ich es auch mal geschafft haben, das zu automatisieren, dass ich Deadline-Warnungen 1 Woche, 2 Wochen vorher automatisiert über Twitter rausschicke. Bisher mache ich das noch per Hand, aber genau. Eine Stunde, genau, sollte eigentlich auch reichen. Genau. Ja, das ist die Werbung. Fragen? Welchen IRC-Client verwende ich? Ich beantworte das jetzt mal einfach selber. Ich verwende IRC, aber ich habe auch WeChat mal so kurz kennengelernt. Hier sind die Namen IRC, ja, und WeChat. Beide zeichnen sich aus dadurch, dass sie Plugin-Systeme haben, wo man irgendwie Funktionalität reinholen kann. Sie sind hochkonfigurabel, funktionieren in jedem Terminal. Sehr geile Geschichte. Also wenn ihr nicht den Browser verwenden wollt, dann eine von den beiden insbesondere. Nein, nein. Na gut, dann sei es dann drum. Ich wünsche euch noch einen guten Event und ich hoffe, euch als Vortragende nächstes Jahr wiederzusehen. Bis dahin. Vielen Dank. No!